Messieurs, dames, bonjour. Vous n'avez pas oublié notre rendez-vous? C'est formidable. Aujourd'hui, nous sommes à Albi, la ville natale de Henri de Toulouse-Lautrec. Ich freue mich, dass Sie unser Rendezvous in Albi, der Heimatstadt des Malers, Henri de Toulouse-Lautrec, nicht vergessen haben. Und bevor wir einen Brocanteur, einen Antiquitätenhändler aufsuchen, möchte ich Ihnen die Stadt am Tarn ein wenig zeigen. Albi war neben Toulouse und Carcassonne im 12. und 13. Jahrhundert eine Stätte der weit verbreiteten Sekte der Katharer, die auch unter dem Namen Albigenser bekannt sind. Diese Sekte fand bald so viele Anhänger, dass sich die katholische Kirche bedroht fühlte und zum Kreuzzug gegen die Katharer aufrief, der mit einer brutalen Niederschlagung dieser Bewegung endete. Eine Festung des Glaubens hat man dieses Gotteshaus genannt, das zum Zeichen der wiedererstarkten Macht der römischen Kirche Ende des 13. Jahrhunderts entstand. Geradezu bombastisch der Figurenschmuck am Portal von Saint-Cécile. Im Innenraum der Lettner mit seinem auswuchernden gotischen Zierrat. Italienische Künstler aus Bologna malten das Deckengewölbe aus. Wegen seiner Backsteinbauten hat Albi den Beinamen La Rouge, die rote Stadt. Eng sind die malerischen Gassen in der Altstadt. La Maison Angelbert, ein Fachwerkhaus aus dem 16. Jahrhundert mit üppigen Holzschnitzereien. L'Hôtel Rennes, ebenfalls 16. Jahrhundert. Albi war einmal sehr reich durch seinen Handel mit Wein, Getreide und Pastell. Deshalb konnten sich seine Bürger solche Häuser bauen. La Rue Henri de Toulouse-Lautrec. In diesem Stadtpalais wurde der Maler 1864 geboren. Er stammte aus einer der ältesten Adelsfamilien Frankreichs. Seine Bilder sind im ehemaligen Bischofspalast, dem Palais de la Verbie, ausgestellt. Ein Selbstbildnis. Toulouse-Lautrec war seit seinem 13. Lebensjahr durch zwei Beinbrüche körperlich behindert. Doch er trotzte seinem Schicksal, ging nach Paris und gelangte als Maler des Jugendstils und Plakatkünstler zu Weltruhm. Madame Adèle de Toulouse-Lautrec, die Mutter des Künstlers. Sie vermachte der Stadt Albi den gemalten Nachlass ihres Sohnes. Das Museum zeigt auch persönliche Gegenstände wie den hohlen Spazierstock, aus dem er während eines Klinikaufenthaltes seinen Absinth schlürfte. In der Altstadt von Albi gibt es viele Brocanteurs, Trödler. Dieser Brocanteur ist heute Schauplatz unserer Spielszene. Sehen Sie nun, was er in seiner Sammlung hat. Je fais la sieste. Je ne suis pas là. Ce téléphone. Oui, oui, j'arrive. Allô? Allô? Je n'entends rien. Allô? Qui est là?
La technique, ça ne fonctionne jamais. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Vous cherchez quelque chose? Une commode? Un violon? Vous choisissez. Non, je ne cherche rien, mais je voudrais vendre quelque chose. Vous vendez quelque chose? J'ai passé mes vacances chez mes grands-parents et j'ai trouvé des trésors. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Regardez, j'ai trouvé ce drapeau, par exemple. Un très vieux drapeau de la Révolution. De la Révolution. 100 francs. Comment? 100 francs? Non, 200. 110, c'est tout. 200 francs, c'est trop cher, mademoiselle. Vous choisissez 200 ou rien. Vous avez apporté autre chose? Oui, j'ai apporté ça. Un pot de chambre. Très intéressant. Très intéressant. Vous voulez combien pour ce pot de chambre? 150 francs. 150 francs. Et le drapeau, 200. Oui, c'est ça. Vous êtes d'accord? Attendez, mademoiselle. Je réfléchis. Je prends le drapeau et le pot de chambre pour 250 francs. 320. 270. D'accord. 270 francs. Cent, 200, 250 et 20 font 270. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Monsieur, je peux faire quelque chose pour vous? Je voudrais regarder, c'est tout. Je ne veux rien de spécial. Regardez, je vous en prie. Vous réfléchissez, vous choisissez. Une poupée. Ça, c'est une occasion. Là, cette commode. Regardez, monsieur. Là, ce N. Napoléon? Oui, Napoléon. Elle est trop vieille, votre commode. Vous aimez le moderne, peut-être? Là, ce lit est moins vieux. Ce pot de chambre, il est d'où? Ah! Ce pot de chambre, un objet exceptionnel, de Versailles. C'est peut-être le pot de chambre de Louis XIV. Réfléchissez bien. Je réfléchis, oui. 100 francs. 100 francs? Mais ce n'est rien. Ce pot de chambre, il fait 300 francs. Bon, d'accord. 200 francs pour vous. C'est moins cher. D'accord. Et je prends le drapeau pour 150.
350 francs. C'est donné. J'ai seulement 300 francs. Ah, mais... Attendez. Ma femme a trouvé ce vieux tableau. Un tableau? Oui. Une vieille copie. Vous prenez mes 300 francs et le tableau, d'accord? Merci, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Henri de Toulouse-Lautrec. Un vrai Toulouse-Lautrec, c'est incroyable. Le brocanteur, c'est le roi du commerce. Ein Meister im Handeln. Mais 200 francs pour ce drapeau, c'est trop cher. Das ist zu teuer. Trop cher, zu teuer. 150 francs pour ce drapeau, c'est moins cher. Weniger teuer, billiger. Moins cher, billiger. Hierzu noch einmal ein Beispiel aus der Szene. Elle est trop vieille, votre commode. Vous aimez le moderne, peut-être? Là. Ce lit est moins vieux. Vieux heißt alt. Vieux steht vor männlichen Substantiven. Un vieux tableau. Ein altes Bild. Beginnt das nachfolgende Wort mit Vokal oder mit H, steht vieille. Un vieil ami, ein alter Freund. Un vieil homme, ein alter Mann. Die weibliche Form spricht man auch vieille, sie sieht aber geschrieben so aus. Une vieille commode. Eine alte Kommode. Aus der letzten Sendung wissen Sie, dass Verben, die auf ER enden, wie zum Beispiel trouver, finden, das Partizip Perfekt regelmäßig bilden. Man hängt an den Stamm trouve die Endung ö accent aigu. Trouver, gefunden. Die Partizipformen brauchen wir zur Bildung der zusammengesetzten Vergangenheit, des passé composé. Le passé, die Vergangenheit, composé heißt zusammengesetzt. Wir bilden das passé composé der meisten Verben mit den Gegenwartsformen von avoir und dem Partizip Perfekt. J'ai trouvé. Ich habe gefunden. Mit dieser Zeitform können wir jetzt endlich ausdrücken, was wir erlebt haben. Dazu gleich ein Beispiel aus der Szene. J'ai passé mes vacances chez mes grands-parents et j'ai trouvé des trésors. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Regardez. J'ai trouvé ce drapeau, par exemple. Neu sind heute die Verben auf IR. Wie zum Beispiel réfléchir, überlegen, nachdenken, choisir, wählen, auswählen. Dazu die Gegenwartsformen. Je réfléchis, tu réfléchis, il réfléchit. Im Plural wird der Stamm erweitert, es wird is eingeschoben. Nous réfléchissons, vous réfléchissez, ils réfléchissent. Écoutez le brocanteur. Regardez, je vous en prie. Vous réfléchissez, vous choisissez. Das Partizip Perfekt der Verben auf IR endet auf I. Réfléchir, réfléchi. J'ai réfléchi. Ich habe überlegt, ich habe nachgedacht. J'ai choisi. Ich habe ausgewählt.
Liebe Zuschauer, haben Sie Geduld, wenn zu den neuen Wörtern immer wieder auch neue Formen dazukommen, die Sie sich einprägen sollen. Aber die Mühe lohnt sich und Sie werden sehen, wie viel Spaß es Ihnen machen wird, Ihre Sprachkenntnisse auf der Reise anzuwenden. Wir blenden jetzt zurück zu unserer Spielszene. Sprechen Sie wieder nach, wenn Sie den Satz geschrieben sehen. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Mademoiselle. Vous cherchez quelque chose? Une commode? Un violon? Vous choisissez. Vous choisissez. Non, je ne cherche rien, mais je voudrais vendre quelque chose. Vous vendez quelque chose? J'ai passé mes vacances chez mes grands-parents et j'ai trouvé des trésors. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Regardez, j'ai trouvé ce drapeau, par exemple. Un très vieux drapeau de la Révolution. De la Révolution. 100 francs. Comment? 100 francs? Non, 200. 110, c'est tout. 200 francs, c'est trop cher, mademoiselle. Vous choisissez 200 ou rien. Vous avez apporté autre chose? Vous avez apporté autre chose? Oui, j'ai apporté ça. Un pot de chambre. Très intéressant. Très intéressant. Vous voulez combien pour ce pot de chambre? 150 francs. 150 francs et le drapeau 200. Oui, c'est ça. Vous êtes d'accord? Attendez, mademoiselle. Je réfléchis. Attendez, mademoiselle. Je réfléchis. Je prends le drapeau et le pot de chambre pour 250 francs. 320. 270. D'accord. 270 francs. Cent, 200, 250 et 20 font 270. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Monsieur, je peux faire quelque chose pour vous? Je voudrais regarder, c'est tout. Je ne veux rien de spécial. Regardez, je vous en prie. Vous réfléchissez, vous choisissez. Une poupée. Ça, c'est une occasion. Là, cette commode. Regardez, monsieur. Là, ce N. Napoléon? Oui, Napoléon. Elle est trop vieille, votre commode. Elle est trop vieille, votre commode. Vous aimez le moderne, peut-être? Là. Ce lit est moins vieux. Ce pot de chambre, il est d'où? Ah, ce pot de chambre. Un objet exceptionnel. De Versailles.
C'est peut-être le pot de chambre de Louis XIV. Réfléchissez bien. Je réfléchis. Oui. 100 francs. 100 francs ? Mais ce n'est rien. Ce pot de chambre, il fait 300 francs. Bon, d'accord. 200 francs pour vous. C'est moins cher. C'est moins cher. D'accord. Et je prends le drapeau pour 150. francs. C'est donné. J'ai seulement 300 francs. Ah, oh, mais... Attendez. Ma femme a trouvé ce vieux tableau. Ma femme a trouvé ce vieux tableau. Un tableau ? Oui. Une vieille copie. Vous prenez mes 300 francs et le tableau, d'accord ? Merci, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Henri de Toulouse-Lautrec. Wollen Sie sich noch ein paar Zahlen notieren? Alors, la poupée fait 410 francs. 410. Le violon fait 150 francs. 150. Le tableau fait 320. 320 francs. Et la commode fait 270 francs. 270. Vergleichen Sie, ob Sie richtig verstanden haben. La poupée fait 410 francs. 410. Et le violon? Le violon fait 150 francs. 150. Et le tableau? C'est 320 francs. 320. Et la commode? 270 francs. 270. Waren alle Zahlen richtig? Très bien. Nun können Sie selbst ein paar Sätze auf Französisch sagen. Sie sind in einem Antiquitätenladen. Sagen Sie, dass Sie sich nur umsehen möchten. Das ist alles. Je voudrais regarder. C'est tout. Sagen Sie, dass Sie nichts Besonderes suchen. Je ne cherche rien de spécial. Sie entdecken eine Puppe. Fragen Sie, wie viel sie für diese Puppe haben will. Vous voulez combien pour cette poupée? Die Antiquitätenhändlerin verlangt dafür 500 francs. Sie finden 500 francs zu teuer. Cinq cents francs, c'est trop cher. Sie senkt den Preis auf 400 francs. Sagen Sie, dass Sie sich das noch überlegen werden. Je vais réfléchir encore. Sie sind einverstanden und nehmen die Puppe. D'accord. Je prends la poupée.
Wir verlassen jetzt unseren Sprachkurs und Albi und sehen uns noch ein wenig in der Umgebung um. Eine halbe Autostunde von Albi liegt Corde. Albert Camus hat über das Städtchen gesagt: Tout y est beau, même le regret. Alles ist hier schön, selbst das Bedauern. Graf Raymond der Siebte von Toulouse hat Corde Anfang des 13. Jahrhunderts gegründet. Er schützte es mit einer doppelten Wehrmauer. Dieses Stadttor ist noch Teil der alten Befestigungsanlage. La Porte du Vainqueur, das Tor des Siegers. Die alten Häuser sind heute restauriert und machen den Charme dieses mittelalterlichen Ortes aus. Bei manchen Bauernhöfen im Departement Tarn steht ein Taubenhaus, un pigeonnier. Einst verkündete solch ein Taubenturm den sozialen Stand seines Besitzers. Die hohen, ausgekrackten Steinstelzen verwehren dem Fuchs oder anderen Räubern den Zugang. Wir sind in Castres. Der Name verweist auf ein befestigtes Lager der Römer. Der Glockenturm der ehemaligen Benediktinerabtei stammt noch aus romanischer Zeit. Le Nôtre, der französische Gartenbauarchitekt des 17. Jahrhunderts, hat diese Parkanlage geschaffen, in der sich heute das Hôtel de Ville, das Rathaus, befindet. Am Ufer des Agout lebten früher die Tuchmacher und Gerber, die den Ruf der Stadt als Zentrum der französischen Wollindustrie begründeten. Nicht weit von Castres entfernt, Le Lac du Merle, ein klarer Bergsee, umgeben von dichten Wäldern und einer bizarren Ansammlung von Granitsteinen in der Hochebene des Sidobre. Roc de Loire, ganz Felsen, heißt dieses versteinerte Fantasiegebilde. Der Legende nach war die Gans aus Ungehorsam von ihrem Herrn, einem mächtigen Zauberer, zu Stein verwandelt worden. Aus dem Sidobre möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Unser nächstes Rendezvous wird in Toulouse sein. Bis dahin, au revoir et bon courage.